Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel bei RB Leipzig. Neben mir begrüße ich unseren Geschäftsführer Horst Held und unseren Coach Markus Gisdol und bitte Sie direkt mit Ihren Fragen loszuschießen. Bitte schön. Christopher Limberopoulos für Sky. Ja, Herr Gisdol, Sie hatten die ersten Trainingseinheiten jetzt machen können. Was ist denn so der Eindruck der Mannschaft und ja, wo haben Sie den Hebel ansetzen können? Und ja, es ist ja keine leichte Aufgabe. Haben Sie auch schon eine konkrete Vorstellung, wie Sie das Spiel gegen Leipzig angehen wollen? Ja, zunächst mal ist es natürlich so, wenn man startet in einem Club, in dem ein Trainerwechsel stattfindet, ist natürlich immer unglaublich turbulent die ersten Tage. Und da gilt es für mich als Trainer natürlich schnell auch den Fokus zu finden auf die wesentliche Arbeit. Und die wesentliche Arbeit ist die mit der Mannschaft. Da geht es natürlich dann auch darum, gerade auch in der Länderspielpause, schnell einen Kontakt zur Mannschaft zu bekommen, Informationen mit der Mannschaft auch auszutauschen, aber vor allen Dingen auch ein gutes Training abzuliefern. Und in den Trainingseinheiten nicht zu viel zu wollen, sondern das Einfache ein Stück weit in den Vordergrund zu stellen, aber auch durchaus die Meinung unserer Mannschaft zu akzeptieren, die Meinung unserer Spieler. Wir haben ein sehr, sehr gutes Gespräch mit unserem Spielerrat gehabt, wo wir uns ausgetauscht haben. Und wir waren ja auch noch gar nicht komplett insgesamt auf dem Platz. Wir haben heute jetzt unsere Nationalspieler zurück und wollen da ja natürlich auch die Jungs jetzt Stück für Stück reinbekommen und in unser Team und auch unsere erste Gedanken von der Spielidee. Deswegen will ich jetzt gerade noch gar nicht so viel sagen, was die Idee angeht für das Spiel. Ich muss mir heute und morgen noch mal die Zeit nehmen, mit unserer Mannschaft auf dem Platz zu schauen, was passt am besten, wie ist die beste Kombination unserer Spieler. Natürlich habe ich schon einiges im Kopf und einiges auch gesehen, auch im Hinblick auf den Gegner natürlich. Aber die Zeit nehme ich mir jetzt auch nochmal für heute und morgen, weil ich hatte nur 2 Trainingseinheiten bisher und dann nochmal 2 ist schon mal die doppelte Anzahl und die hilft dann sicher. Ja, danke schön fürs Erste. Wer macht weiter? Marc Metten für den Geistblock und im Anschluss Guido Ostrowski für Radio Köln. Ja, dann eine ähnliche Frage an Horst Held, jetzt nicht auf die Mannschaft und auf das Training bezogen, aber auf Ihre ersten Tage als Geschäftsführer. Wie haben Sie die Stimmung an der Geschäftsstelle erlebt? Was waren so Ihre ersten Schritte, die Sie vorgenommen haben und was haben Sie hier vorgefunden? Ja, also ich bin sehr von wirklich den allermeisten sehr freundlich aufgenommen worden. Man spürt guten Teamsprit auf der Geschäftsstelle. Die Leute sind sehr engagiert in dem, was sie machen. Macht eine Menge Spaß, mit jedem da zu arbeiten. Natürlich ist es so, dass die Namen so langsam erst kommen und es ist auch dann schwierig. Heute Morgen habe ich einem dreimal Guten Morgen gesagt, wo ich ihn, wie gesagt, einmal hätte auch gereicht. Sind schon für eine Menge Leute da. Das war zu meiner Zeit ein bisschen weniger. Da muss man sich reinfinden, aber man spürt einfach auf der Geschäftsstelle, dass die für den Verein brennen. Ja, und das ist echt toll zu erleben und motiviert einen dann noch umso mehr. Natürlich habe ich es ähnlich wie Markus gemacht, dass ich auch den Fokus jetzt erstmal auf das Kurzfristige lege, das heißt auch die Mannschaft kennenzulernen halt. Ich empfand das auch als wirklich richtig gutes Gespräch mit dem Spielerrat. Die wollen die Jungs, man merkt das halt einfach, wir waren sehr offen miteinander, habe ich auch schon anders erlebt. Also man merkt da halt auch extrem gute Führungsqualitäten. Es war gut, dass Jonas Hector dabei war als Kapitän, hat echt, war hilfreich und genauso wollten wir es angehen, genauso sind wir es angegangen. Das beinhaltet nicht automatisch ein gutes Ergebnis, aber es ist definitiv eine gute Basis, um am Ende gemeinsam mit der Mannschaft eine Idee zu entwickeln. Und wir sind überzeugt, dass das immer im Einklang sein muss. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass eine Mannschaft sich auch wohlfühlen muss in dem, was man ihnen vorgibt. Ja, Vorgabe ist schon wichtig und trotz alledem müssen sie sich wiedererkennen, damit sie es halt auch dann dementsprechend gut umsetzen können. Und das war mein erster Eindruck nach den sowohl Trainingseinheiten als auch von den Gesprächen, dass sie ja den Bock umstoßen wollen halt und im wahrsten Sinne des Wortes. Und
Das gehen wir jetzt an. Ja, kurzfristig natürlich sicherlich gegen eine Mannschaft, die extreme Qualität nach vorne hat. Wissen wir alle. Und trotz alledem glaube ich, sagen zu können, dass wir auch da unsere Chance haben werden. Ja. Und hast du schon gesagt, Bill, 2000 Fans begleiten uns. Ja, das ist sensationell, dass wir da auch gleich eine Unterstützung erfahren, die notwendig ist für uns. Und wir freuen uns auf das Spiel. Guido, bitteschön. Herr Gisdol, Herr Held hat gerade Jonas Hector angesprochen, der Kapitän der Mannschaft. Der ist ja gestern von der Nationalmannschaft zurückgekehrt. Wie wichtig ist er für Sie, gerade jetzt in dieser Phase, wo man möglichst schnell Kontakt zur Mannschaft bekommen muss, ein Austausch stattfinden muss? Wie wichtig ist er für Sie als Ansprechpartner? Sehr wichtig. Er ist unser Kapitän, er ist anerkannt in unserem Team, er ist anerkannt im Verein, im Umfeld. Hat auch ein sehr, sehr gutes Länderspiel mit hierher gebracht, eine sehr gute Leistung gezeigt, was ihm sicherlich auch gut tut. Was wir nicht machen dürfen, wir dürfen nicht ihn jetzt überfrachten, ja, jetzt ihm zu viel drauf zu setzen. Er hat jetzt die ganze Verantwortung oder wie auch immer, sondern da auch ein gutes Maß zu finden, die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen. Wir haben viele gestandene Spieler in unserem Team, mündige Spieler, die auch bereit sind, dort Verantwortung zu übernehmen. Deswegen nicht nur den Jonas in die Verantwortung zu nehmen, beziehungsweise ihm mehr Verantwortung noch zu geben, die er schon hat, sondern das auch richtig auf die Schultern zu verteilen. Und was seine Position angeht, das wäre bestimmt die Nachfrage gewesen. Ja, Jonas hat in der Nationalmannschaft ein sehr gutes Spiel als Linksverteidiger gemacht. Ich weiß aber, dass er für uns auch auf der Sechserposition vielleicht wichtig sein kann. Auch das, ich habe ihn jetzt noch nicht in Verbindung mit der Mannschaft gesehen, wenn wir versucht haben, Kleinigkeiten einzustudieren. Das muss ich mir anschauen noch. Da kann ich auch zu dem Thema jetzt noch keine konkrete Aussage treffen. Und wahrscheinlich wird es auch immer mal wieder offen bleiben bei ihm, was den Saisonverlauf angeht. Nochmal Christopher Limbaropoulos für Sky. Herr Gisdol, was für einen Eindruck macht Anthony Modest auf Sie und haben Sie eine Erklärung, warum er im Moment in so einer Formkrise ist? Wie kann man die beheben? Und ja, Ihr Verhältnis, da gibt es ja auch irgendwie aus der Hoffenheimer Zeit, gibt es da noch irgendwie was aufzuarbeiten? Das ist mit einem Kontakt und mit einem Lächeln erledigt, was zwischen Trainer und Spieler manchmal so Kleinigkeiten entstehen. Und da wird auch mehr draus gemacht, wie ist. Da gibt es gar nichts, was zwischen uns steht. Die haben eine sehr gute Erinnerung, dass es so erfolgreiche Zeit war, in der wir zusammengearbeitet haben und er danach noch weitere Entwicklungsschritte gemacht hat. Und im ersten Training konnte er leider nicht auf dem Platz sein, aber gestern habe ich ihn gesehen und es hat mich gefreut, ihn dann zu sehen, wie er sich präsentiert. Ja, wie er gestern trainiert hat, so wollen wir ihn sehen und dann ist er auf dem richtigen Weg und dann, glaube ich, werden wir alle auch wieder sehr viel Freude dran haben. Und man sollte auch dieses Thema Anthony Modest nicht zu hoch hängen, weil wir haben noch weitere gute Stürmer, wo jeder seine Chance verdient hat. Und ich werde mir anschauen, was passt am besten. Aber die Geschichte mit Toni hat mich gestern richtig gefreut, muss ich auch sagen, ne, wenn ich ihn da sehe, wie er sich da präsentiert hat. Weitere Fragen? Alex Haubrichs für den Express. Ja, Herr Gisdol, vielleicht auch mal von Ihnen zum Gegner. Was erwartet den FC da? Offensivstark hat Herr Held schon gesagt, aber auch Probleme im Defensiv, also zumindest Verletzungsprobleme. Also vielleicht ein Wort zum Gegner. Also zunächst mal ist ja für uns jetzt so ein bisschen ein Spagat, den wir gehen müssen. Zum einen hast du das nächste Spiel vor der Brust sehr schnell. Zum anderen darfst du ja nicht nur auf den nächsten Gegner hinarbeiten, sondern wir müssen ja auch auf die nächsten Spiele und auf die Entwicklung unserer gesamten Mannschaft achten. Deswegen wird es immer so ein Stück weit jetzt jede Woche so ein bisschen Spagat sein, wie wir was dosieren. Natürlich haben wir einen Gegner vor uns, der vielleicht auch gerade in einer guten Form ist oder vor der Länderspielpause auf jeden Fall in einer beachtlichen Form war, wo viele großen Respekt dann davor hatten. Aber jede Mannschaft hat ihre Stärken und ihre Schwächen. Und ich bin noch nie bereit gewesen, vor einem Spiel zu sagen, mit meinen Mannschaften, da fährst du hin und dann hast du vielleicht, oder musst du gucken, dass du irgendwie durchkommst. Nee, ich glaube, dass wir auch dort eine Chance entwickeln können, wenn wir die Dinge schon ansatzweise auf den Platz bringen, die wir uns jetzt so vorgenommen haben. Und was die Verletzungshistorie angeht bei Leipzig, ich glaube, es spielt bei denen jetzt nicht so eine große Rolle, wenn da mal zwei, drei ausfallen. Dann kommen noch ein paar nachgeschobene Kader, ist gut besetzt und
Vielleicht gibt es ein oder andere Abstimmungsprobleme, das wär nicht schlecht. Limbo, bitte nochmal und im Anschluss Marc Merten. Ja, eine Frage für Horst Held. Lukas Podolski ist ja immer ein Thema hier beim ersten FC Köln. Jetzt war das Verhältnis zwischen Armin Fee und Lukas Podolski jetzt nicht ganz so gut. Wie stehen Sie zu Lukas Podolski? Und sein großer Traum ist ja mal wieder für den ersten oder am Ende seiner Karriere für den ersten FC Köln aufzulaufen. Ist das für Sie eine Option? Ich glaube, dass es immer wichtig ist, verdiente Spieler, wenn es denn möglich ist, sie an den Verein zu binden und wieder einzubauen. Bin ich Überzeugungstäter. Und Lukas hat Herausragendes geleistet für den FC. Und ich glaube, die Reihenfolge ist dahingehend, wie ich da sage, der muss natürlich erstmal für sich selber entscheiden, was möchte er noch machen. Ja, möchte er noch weiter Fußball spielen? Möchte er jetzt in Japan bleiben? Oder möchte er tatsächlich aufhören mit dem Fußball? Das weiß er am besten. Alex Werl hat gesagt, er hat sich schon bei ihm gemeldet und wollte meine Nummer haben, aber hat sich noch nicht bei mir gemeldet. Also vielleicht können wir, wenn einer die Nummer hat, sagen, er kann mich gerne anrufen. Ja, das ist super, dann machen wir das. Nein, also ich denke, man muss da immer sehr, sehr offen sein. Natürlich würde ich begrüßen, so eine Ikone des Vereins einzubauen. Und da muss es dann passen. Was macht ihm Spaß? Was würde ihm gefallen? Wo würde er sich sehen? Am Ende vom Tag ist die erste Priorität, wie lange will er noch Fußball spielen auf dem Niveau? Will er vielleicht noch mal in ein anderes Land oder will er tatsächlich aufhören? Und erst dann kann man sich intensiv damit auseinandersetzen. Aber für mich steht es außer Frage, dass wenn er dann die Entscheidung getroffen hat, dass es eine Verpflichtung für uns ist, so einen erfolgreichen Spieler, aber so eine Identifikation wirklich in den Verein versuchen, maßgerecht einzubauen. Ja, dafür würde ich mich einsetzen. Bin da nicht derjenige, der es alleine entscheidet, das ist doch klar. Aber das ist meine persönliche Meinung. Also jetzt nicht nur einbinden in irgendeiner Funktionärsfunktion, sondern dass Poldi wieder für den FC spielen könnte, wenn er denn fit ist und wenn er selber will. Ich habe jetzt bisher auch nur ein Stück weit das am Rande mitbekommen, das war auch vor meiner Zeit. Ich denke aber schon, den Ansatz dahingehend zu finden und sagen, erstmal muss man festlegen, was es überhaupt gewollt ist. Und da gibt er natürlich das Tempo vor. Ja, die Gedankengänge kenne ich nicht. Hat er tatsächlich den Wunsch, nochmal nach Deutschland oder nach Köln zurückzukommen? Weiß ich nicht. Hat er den Wunsch, nochmal in ein anderes Land zu gehen, außer Japan? Will er nochmal verlängern? Die Basis muss erstmal gelegt werden in seiner Entscheidung. Und dann auf dieser Basis muss man alles dann aufbauen. Ja, aber das weiß ich alles nicht, deswegen kann ich da jetzt gar nichts zu sagen. Aber von mir so sehr herzlich willkommen. Ja. Marc Merten, bitteschön. Dann eine Anschlussfrage an den Held. Markus Gisdol hat diesen Spagat angesprochen zwischen dem jetzigen Spiel, zwischen den nächsten Wochen. Für Sie ist wahrscheinlich auch ein Spagat zwischen dem, was jetzt ganz akut auf dem Plan steht, aber auch vielleicht Vorbereitungen mit Blick auf die Winterpause. Was macht man? Muss man vielleicht die Mannschaft verstärken? Das sind Planungen, die wahrscheinlich jetzt anlaufen müssen. Wie wollen Sie den angehen? Haben Sie vielleicht schon identifiziert, dass die Mannschaft in einem oder anderen Bereich Verstärkung bräuchte? Und wären überhaupt die Mittel da? Oder müsste man da sehr kreativ sein, um das überhaupt stemmen zu können? Das bisher war ein Blick von außen. Ja, und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man sich jetzt schon auch die nötige Zeit lässt. Ich gebe Ihnen vollkommen recht. Zeit ist das, was wir vielleicht am wenigsten haben. Und trotz alledem ist es sinnvoll, zu versuchen, sich die Zeit zu nehmen. Also der Blick jetzt von innen hilft da unheimlich, die kurzfristigen Spiele zu begleiten. Natürlich habe ich auch ein Team mit Frank Ehlich an meiner Seite, der die Mannschaft besser kennt, aber sowohl Markus als auch ich müssen uns ein eigenes Bild machen. Das ist mit zwei Trainingseinheiten nicht leistbar, dann schon solche Entscheidungen zu treffen. Und ich denke auch, dass wir trotz alledem noch Tage oder auch Spieltage haben, wo wir uns dann ein abschließendes Bild machen können. Und dann werden wir natürlich mit den Leuten, die sich schon längerfristig darüber Gedanken gemacht haben, in die Vollen gehen und dann überlegen, können wir im Winter was machen? Lässt es das Budget zu? Ist es notwendig? Wie gesagt, der erste Eindruck, wie wir es heute schon auch vermittelt haben, ist, dass die Mannschaft
A, intakt ist, B, schon eine enorme Qualität in der Lage ist, abzuleisten, auch wenn sie es vielleicht aus verschiedensten Gründen bisher nicht so zufriedenstellend gemacht hat, wie sie sich selber, auch viele andere sich das vorgestellt haben. Und dann werden wir schauen, ob wir was machen, in welcher Größenordnung, in Dimension wir was machen können. Das ist klar, das ist unsere Verpflichtung, sich schnellstmöglich da ein Urteil zu erlauben. Aber jetzt heute, nach zwei Trainingseinheiten, noch kein Spiel in der Verantwortung miterlebt zu haben, wäre das aus meiner Sicht fahrlässig. Und das machen wir zur gegebenen Zeit und dann gucken wir. Ja, Frage für Herrn Gisdol. Wie wollen Sie es angehen gegen Leipzig? Ich glaube, die Rollenverteilung ist ja klar. Wer da der Favorit ist, was ist da so die Zielsetzung? Erstmal stabil sein. Was nehmen Sie sich vor oder was werden Sie der Mannschaft mit auf den Weg geben? Die Mannschaft weiß es noch nicht. Deswegen wäre es natürlich schlecht, wenn ihr es jetzt schon wissen würdet. Ja. Aber wir haben uns in Ruhe heute auch nochmal Zeit genommen und gestern auch schon genug Material auch nochmal vom Gegner gesichtet. Und das werden wir heute der Mannschaft vorstellen, was uns dort erwartet. Dann will ich im Training heute und morgen ein paar Dinge noch ausprobieren. Aber klar ist, dass wir etwas zusammenmixen müssen und finden müssen, wo wir unsere Mannschaft sich wiederfindet. Meine Spielidee natürlich da ist oder unsere Spielidee da ist, aber das auch zu unserem Team, zur aktuellen Situation, zur aktuellen Entwicklungsphase nach so wenigen Trainingseinheiten auch gut passt. Vielleicht auch den Mut zur Lücke an der einen oder anderen Stelle zu haben und sagen, okay, komm, sind wir das schon so frech, probieren wir das oder das. Gleichzeitig aber dadurch nicht Sicherheit zu verlieren. Das ist auch so ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer, was dieses Spiel angeht, ja, weil es ja speziell auch ein Gegner ist, der ja schon enorme Qualität hat. Ja. Deswegen müssen wir den richtigen Mix finden für dieses Spiel. Lars, bitteschön. Ja, vielleicht erstmal eine Frage an den Sportchef, dann nochmal ganz kurz, wenn ich darf, an den Trainer. Nochmal eine Nachfrage an Horst Held bezüglich der Qualität des Kaders. Da waren sich ja vor der Saison einige Experten, sogenannte Experten, ein bisschen einig, dass dieses nicht unbedingt der Kader eines Abstiegskandidaten ist. Wie sehen Sie das jetzt nochmal, ein bisschen vielleicht differenzierter? Ist da eine gewisse Unwucht Ihrer Meinung nach im Kader? Und zweite Frage an den Trainer vielleicht noch. Ich kann mich erinnern, dass Sie 2017, meine ich, im Februar in einer ähnlichen Situation mit dem HSV in Leipzig gespielt haben. Da war, glaube ich, der HSV auch ganz tief im Abstiegskampf. Ich weiß natürlich auch, dass sich vieles verändert hat seitdem, aber damals haben sie, glaube ich, 3-0 dort gewonnen in Leipzig. Sehr überraschend. Kann man sich das ein bisschen vergleichen? Erinnert man sich dann nochmal dran in diesen Tagen? Ich glaube, dass das nicht in Ordnung ist, wenn ich jetzt sagen würde, ich erkenne eine Unwucht in dem Kader. Ja, also es haben ja auch tatsächlich viele anscheinend Experten die Mannschaft eingeordnet, wie sie sie eingeordnet haben. Ich glaube, dass die Mannschaft natürlich, wenn man im Abstiegskampf ist, und das sind wir, ein Stück weit ein Problem damit hat, weil sie vielleicht in was hineingerutscht ist, worauf sie sich selbst nicht vorbereiten konnten oder man nicht vorbereitet gewesen ist. Das ist natürlich dann so ein Verlauf anhand der Negativerlebnisse, die das dann ein Stück weit verursacht. Und da muss man sich dann nochmal schütteln und muss man abweichen von seiner grundsätzlichen Idee, ja, die man eigentlich vielleicht verfolgt hat am Anfang der Saison. Und in dem Status bewegen wir uns. Und klar wird es die größtmöglich schnellste Erkenntnis sein müssen, herauszufinden, ist der Kader in der Lage, Abstiegskampf zu bewerkstelligen. Ja, diese Frage, das ist die wahrscheinlich elementar wichtigste Frage. Und wie bei der Frage davor, wenn wir zur Erkenntnis kommen, dass das nicht ausreichend ist, dann werden wir natürlich die Empfehlung geben, in den Gremien hinein und sagen, wir müssen eventuell auf der einen oder anderen Position noch was machen, aber sind wir momentan noch weit entfernt. Ja, aber klar ist, wenn man unerwartet in eine Situation hineinkommt, auf der man nicht vorbereitet ist, dann muss man sich diese Frage machen, ist das von extern korrigierbar oder ist die Mannschaft in der Lage, das zu korrigieren? Der Anfang, das, was ich wahrgenommen habe in den ersten beiden Tagen und auch anhand der Trainingseinheiten, ist, die Mannschaft will auf jeden Fall. Ja, das hat die Spieler, ich glaube, das haben sie auch alle begleitet. Bis zum heutigen Tag kann man ihnen jetzt wirklich nicht absprechen, dass sie nicht wollten. Ja, und jetzt müssen wir einen Schlüssel finden. Also das ist meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie ihre ist, aber meine war so, dass sich viele Spieler
beobachten konnte, dass sie immer wollen. Und von daher denke ich, dass wir da auch in der Lage sind, die nötigen Hebel in Bewegung zu setzen. Ja. Und das werden wir sehen. Also Unwucht, das ist, glaube ich, deplatziert. Das jetzt irgendwie zu formulieren, sehe ich eigentlich auch jetzt in den ersten beiden Tagen eigentlich nicht. Ja. Ja, 3-0 in Leipzig zu gewinnen, ist eine schöne Sache. Ja. Da erinnere ich mich natürlich gerne. Ich erinnere mich noch, als wir dort gewonnen haben, tatsächlich, wie schwer es meinem Freund Ralf Rangnick fiel, danach mir zu gratulieren. Ja, es wäre nicht schlecht, wenn wir das nach dem Spiel nochmal eine ähnliche Gegebenheit hätte. Deswegen, ich glaube, unterschiedlich sind die Situationen trotzdem. Ja, ich bin jetzt sehr kurz hier. Leipzig hat ein bisschen Vorsprung, was die Trainingseinheiten, was insgesamt die Homogenität angeht. Aber wie ich es vorher gesagt habe, ich glaube nicht, dass wir chancenlos dort sein werden. Und wir werden unsere Chance auf jeden Fall suchen. Gibt es weitere Fragen? Marc, bitte. Noch einmal an Herrn Held eine Frage. Und zwar haben Sie in der Vergangenheit bei den Clubs auch immer mit Gerhard Zuber zusammengearbeitet. Ist das angedacht, dass das hier auch in Köln dann sein wird? Und wenn ja, wäre das möglich, in welcher Position? Da ist jetzt momentan überhaupt nichts angedacht. Ich habe mit Frank Illich einen perfekten Partner an meiner Seite, der nicht nur, dass wir uns exzellent gut ergänzen, ist ganz wichtig an meiner Seite und das war ja nie ein Thema, dass wir jetzt darüber gesprochen haben. Ich mache jetzt meinen Job und wie gesagt, setze das nach Prioritäten. Priorität heißt Abstiegskampf, in der Liga bleiben halt und dann am Ende der Saison bzw. im Sommer gibt es neue Planungen und dann werden wir natürlich auch in der Lage sein, alles ein Stück weit in alles hineingetaucht zu sein, um mal ein und sagen, wo gibt es Positionen, wo man, das ist ja immer eine Frage, die man sich stellen muss, wo kann man sich verbessern und dann werden wir es machen und wenn alles gut läuft, heute einen Termin kurzen gehabt mit dem NLZ, das ist ja wirklich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema für den Verein, da habe ich das Gefühl, da läuft alles sehr, sehr gut ab und man muss nicht irgendwo hineinstechen, nur um was nach außen hin verändern zu wollen. Also ich glaube, da ist es ratsam und klug, sagen, wenn was gut funktioniert, muss man es beibehalten. Bitte. Kurze Nachfrage, haben Sie schon mit Manni Schmid gesprochen, was möglich sein könnte für ihn? Wir haben auf jeden Fall eine Idee, die Gespräche laufen, trotz alledem, natürlich war es so, dass die Enttäuschung da war, das war uns aber allen im Vorfeld klar, dass es eine kurzfristige Personalentscheidung mit einer verbundenen Enttäuschung einhergeht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es dann sinnvoll ist, dass man halt auch erstmal ein paar Tage zu sich selber kommt und einfach drüber nachdenkt, wir wollen ihn im Verein behalten, wir wollen auf ihn zugeschnitten eine gute Idee entwickeln. Das würden wir uns sehr freuen, wenn er das machen würde. Aber am Ende ist es dann auch seine Entscheidung. Das war für alle Beteiligten nicht einfach. Es war für Markus nicht einfach. Vier sind einfach einer zu viel. Und deswegen mussten wir diese kurzfristige Entscheidung treffen. Aber das hatten wir beide im Vorfeld zu beiden Co-Trainern gesagt, dass wir, egal für welchen wir uns dann entscheiden, auf jeden Fall wollen, dass sie im Verein bleiben. Und dieses Angebot steht, das weiß Manni. Und jetzt werden wir gucken, dass wir in den nächsten 14 Tagen mit ihm gemeinsam eine Idee entwickeln. Und dann liegt es natürlich auch an ihm, ob er sich damit identifizieren kann. Wir würden uns freuen darüber. Alex, bitte. Herr Gisdol, gibt es eine Besonderheit, und zwar diese Saisondokumentation, die jetzt läuft, die der FC bringt. Nutzt man das als Trainer, um vielleicht einen Einblick oder so Eindrücke schon mal zu gewinnen? Also schaut man sich das an und wie ist das für Sie, jetzt zukünftig eine Kamera in der Kabine zu haben? Zum einen habe ich jetzt nicht die Zeit gehabt, mich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Ich wurde natürlich gebrieft, dass jetzt da immer jemand irgendwo in der Nähe ist und die es eigentlich gut mit uns meinen. Und ich habe jetzt das einfach mal über mich so ergehen lassen. Und wenn wir, es ist ja so ein bisschen auch Lauf der Zeit, gibt es ja an allen möglichen Stellen interessante Dokumentationen und so ein Innenleben von so einem Verein auch zu beleuchten.
Ich verspüre mich da auf keinen Fall dagegen. Ich habe das Gefühl, so wie mir berichtet wurde, dass das alles bisher in einem guten und vernünftigen Maß abläuft und eine gute Dosierung stattfindet. Von daher finde ich es auch irgendwie spannend, ja, Teil dieser Doku auch zu sein und auch unser, ja, unser Innenleben ein Stück weit auch nach außen preiszugeben. Ja, ist ein bisschen eine außergewöhnliche Situation, wenn in so intimen Besprechungen mit dem Team oder auch wenn wir in kleiner Runde uns zusammensetzen, wenn auf einmal da jemand rumspringt mit der Kamera und die irgendwie da reinhält. Bisschen eigenartig, aber ich lasse mich da erstmal voll drauf ein. Ich versuche da an der Stelle auf jeden Fall mal keine Energie zu lassen. Lars, bitte. Ja, vielleicht nochmal genau dieselbe Frage an Horst Held. Ich meine, interessant ist die Doku sicherlich, auch für uns durchaus interessant. Aber es gibt natürlich zwei Seiten, wie man das bewerten kann. Die einen sagen, das ist ungeschminkt, das ist ehrlich, verblüffend ehrlich. Die anderen sagen natürlich auch, es ist ein bisschen naiv, man stellt sich da so ein bisschen als Verein bloß. Wie sehen Sie das denn? Ja, Herr Hellmann sitzt ja, hat noch keine Frage gestellt, aber sitzt ja auch da. Und wir haben bei meinen vorherigen Vereinen schon oft darüber diskutiert. Und ich war eigentlich immer Befürworter. Komme immer mit dem Beispiel, ich glaube, dass man sich im Fußball halt einfach in vielerlei Hinsicht zu vielen Sachen öffnen sollte. Wenn ein Formel-1-Fahrer in der Lage ist, 10, 15 Minuten vorm Rennen, wenn er 300 um die Kurve fährt, noch ein Interview zu geben, wozu ein Fußballer kann das nicht, vorm Spiel noch kurz ein Interview zu geben. Das verstehe ich nicht. Deswegen bin ich persönlich da sehr offen, muss mich natürlich jetzt auch an die Situation gewöhnen. Ich habe jetzt natürlich die Gelegenheit gehabt, auch kurz mal reinzuschauen, finde das super interessant. Und der Verein hat sich im Vorfeld dafür entschieden, das zu machen, das zu wagen. Und das kann ich nur voll unterstützen. Ich finde es spannend. Ich glaube, dass das viele Leute interessiert. Nicht grundsätzlich, natürlich auch viele FC-Fans, aber auch viele, die vielleicht nicht unbedingt FC-Fans sind. Ich finde das eine spannende Geschichte. Hab die anderen Folgen oder von anderen Vereinen auch gesehen und ich finde das gut. Und da gibt es dann auch kein Zurück mehr. Wenn man sich dafür entscheidet, dann muss man es auch konsequent machen. Und dann finde ich es wichtig, dass man ehrlich und authentisch ist und nichts Gespieltes, Getürktes. Das macht ja dann gar keinen Sinn, dann brauche ich es nicht machen. Also von daher, ich finde das gut. Nur mal kurz dazu die Nachfrage. Ich meine, diese Offenheit und diese Nahbarkeit hätten wir natürlich auch als Medienvertreter gerne. Das ist natürlich nicht immer möglich. Aber können wir damit rechnen, dass der Verein sich auch im Verhältnis zu den Medien noch weiter öffnet? Oder ist das? Weiß ich nicht. Was wollen Sie? Wollen Sie mitfahren jetzt im Bus? Ich glaube, dass man zeitgemäß agieren muss. Ja? Und das ist mittlerweile auch ganz viel. Ich glaube, man muss modern sein in vielerlei Hinsicht. Und das muss man alles im Einklang miteinander bringen, mit den Werten, die man vertritt, mit Sachen, die einem wichtig sind. Aber das Ganze beruht natürlich ein Stück weit auch auf Gegenseitigkeit. Ja? Das ist einfach so, das kann ja nicht nur in eine Richtung gehen, das Ganze. Das muss immer, kann keine Einbahnstraße sein. Und von daher glaube ich, dass man sich grundsätzlich als Verein immer nahbar zeigen muss und dass man immer, für mich wäre es ein Grauen, ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, wie in England, könnte ich mich nicht identifizieren mit permanentes Training unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Trainer hat grundsätzlich da, nicht Markus, aber viele Trainer haben da eine andere Meinung, die hätten gerne immer Ruhe, kann ich auch nachvollziehen, aber so ist der Fußball in Deutschland nicht. Ja, und ich finde, man muss immer den Menschen die Möglichkeit haben, an was teilzunehmen. Und wenn ich sie dann ausgrenze, dann ist das sehr schwierig. Und deswegen werde ich immer dafür plädieren, so viele Trainings wie möglich in der Öffentlichkeit zu machen. Und trotzdem braucht man am Ende der Woche seine Ruhe. Und da finde ich grundsätzlich, dass es in Deutschland eigentlich ein guter Mix geworden ist. Ja, in England kommt keiner mehr. Ja, ist auch so, dass beim Spiel oft immer mal zu beobachten ist, wo gehen die denn die Spieler in England heute noch in der Kurve nach dem Spiel? Ja, die gehen sofort rein, treffen sich noch kurz in der Mitte und dann verschwinden die. Schwierig für mich. Ja, und da kann man es immer noch mal besser machen. Ja, und
Das muss aber auf Gegenseitigkeit beruhen. Ich werde sie aber trotzdem nicht mit in den Bus nehmen. Uli Bauer für die Bild-Zeitung. Ja, Herr Held, Sie waren jetzt sehr nah bei der Mannschaft, auch was diese Gespräche angeht. Ist Ihnen das beim Spiel auch wichtig? Sind Sie da mit auf der Bank unten? Und ja. Wie sehen Sie Ihre Rolle da? Oder ist Ihnen das auch wichtig, dass der Horst Held mit dabei ist? Wir haben das kurz miteinander besprochen. Ich habe schon beides gehabt, oben und unten. Ich fühle mich unten einfach wohler. Von daher haben wir das miteinander besprochen. Das ist einfach das, was ich jetzt mit Markus zusammen abgestimmt habe, dass ich mich unten hinsetzen will. Frank geht nach oben und dann versuche ich, einen halben Prozent Anteil dazu beizutragen, dass wir irgendwas machen. Ich muss mich dann selber immer im Griff haben, sowohl beim vierten Schiedsrichter als auch bei meinen Ideen, die dann manchmal halt auch sinnlos sind. Also, wenn Horst gesagt hätte, er will auf die Tribüne, dann hätte ich ihn gebeten, dass er mit runtergeht, weil ich finde diese Nähe schon sehr wichtig, dass er auch mitbekommt, was direkt unten am Spielfeld passiert. Und ich bin da auch immer dankbar, wenn man dann entweder in der Halbzeitpause oder nach dem Spiel auch Leute an seiner Seite hat, die verschiedene Situationen schon kennen und einschätzen, und man dann die Köpfe zusammensteckt, dann kann das nur hilfreich sein, wenn jeder einen guten Teil dazu beitragen will. Also ich hätte Horst, wenn er gesagt hätte, ich will lieber oben sitzen unter der Decke, dann hätte ich gesagt, nee, bitte auf der Bank neben mir Platz nehmen.